So, hallo, hier ist Dr. Du. Heute mit einem kurzen Test eines Handyhalters, auf dem ich neulich durch Zufall gestoßen bin. Die Handys werden ja immer besser von der Kamera her und man kann sie eigentlich viel mehr einsetzen. Und das will ich jetzt in Zukunft mit meinem Handy auch mal machen. Ich habe das ja eh immer dabei. Und mir fehlt hier so ein passender Halter. Dieser Halter ist von Yobi. Also das ist, ihr kennt vielleicht diese Stative hier, diese Gorilla-Pads, die sind auch von Yobi. Und das Tolle ist, der lässt sich so klappen. Der ist ganz flach, den kann man mal mitnehmen. Der hat hier so eine kleine Öse, kann man auch einen Schlüsselbund festmachen. Dann kann man den so ausklappen. Da denkt man, naja, mein Gott, ist ja ein bisschen klein, aber jetzt kommt's. Das heißt, der hat hier so einen Federmechanismus. Und dann kann man das Handy da ganz einfach reinsetzen. Ich zeige euch das mal eben. Das heißt, ich kann ganz einfach das Handy hier so reinsetzen. Hab das dann auch besser im Griff. Die Handys sind ja relativ schmal. Das ist jetzt hier das iPhone 6. Und ist ja ein bisschen rutschig. Hier hat man auf alle Fälle mehr Griff. Das heißt, man kann es auch so zum Filmen ganz normal benutzen. Finde ich eine gute Sache. Aber der Witz ist halt, deswegen hatte ich mir das gekauft, man kann es halt auf dem Stativ schrauben. Und das zeige ich euch mal eben. Das heißt, ich kann hier, habe ich mal so eine Stativunterplatte, so ein kleines Gewinde, relativ schnell hier das Ganze festschrauben, so zum Beispiel. Und dann habe ich hier das festmontiert und kann das auf mein Stativ wieder packen. Und das finde ich auch eine gute Sache. Das heißt, ich habe ja eh auch immer ein Stativ dabei oder auch ein zweites. Mal dieses Gorilla-Pod-Stativ, das hat ja hier unten eine entsprechende Schraube. Das heißt, ich kann das hier auch relativ zügig eben einschrauben. Gucken, dass wir das hier so ein bisschen justiert kriegen. Da muss man ein bisschen die Schraube wieder ein bisschen lose machen. So, ich schraube das jetzt mal nicht ganz so fest. So, dann kann ich das hier reinklippen. Das Handy hier entsprechend positionieren. Jetzt richte ich das Ganze gleich mal auf. Ziehen wir mal wieder runter. So, eben Kamera justieren. So, und jetzt habt ihr das Ganze hier sehr fest. Ich habe es jetzt nicht ganz festgeschraubt, das muss ich dazu sagen. Ne? Entsprechend angebaut. Und das Stativ habe ich auch oft dabei. Und dann könnte ich mit meiner normalen Kamera filmen und hiermit eine, ich sag mal, generelle Panorama- oder große Weitwinkelaufnahme machen und das entsprechend zusammenschneiden. Oder auch mal mich zwischendurch filmen oder das Stativ, wie es so steht und filmt. Also ich glaube, das ist eine feine Sache, dieses. Und es kostet 12,80 €. Ich habe das jetzt über Amazon gekauft. Qualitativ sehr hochwertiges Kunststoff. Wie gesagt, man kann es hier so zusammenklappen. Und ich packe euch mal den Link für Amazon unten in die Beschreibung. Also kann ich nur empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.